Es weihnachtet. Das Lied Süßer die Glocken, die klingen, gespielt von Werner Zippel mit Akkordeon, hat uns darauf eingestimmt. Danke. Liebe Landsleute, liebe Freunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Ehrengäste, liebe Gäste. Ich heiße euch persönlich und im Namen des Vorstandes des Kreisverbandes Banater Schwaben Augsburg zu unserer zweiten Online-Weihnachtsfeier herzlich willkommen. In Corona-Zeiten leider noch immer nicht anders möglich. Die Corona-Pandemie verlangt uns weiterhin einiges ab. Es ist zwar im Vergleich zu 2020 etwas anders, haben wir doch einen Impfstoff. Impfen ist langfristig der Weg aus der Pandemie. Jede Impfung zählt. Wir sind froh und dankbar, dass wir als Verein die Möglichkeiten der Veranstaltungen mit Corona-Hygienevorschriften in der Kirche und im Freien von Mai bis Oktober wahrgenommen haben. Es gab Maiandachten, Gedenken, auch eine kleine 70-Jahr-Feier unseres Kreisverbandes, Fahrradtouren, Frühschoppenkonzerte, Kirchweih, Tag der Heimat und Seniorennachmittage. Dabei waren Angebote für viele, für Jung und Alt, für die meisten unserer Gruppen. Diese Möglichkeiten der Begegnungen, wenn auch mit Einhaltung von Vorschriften, haben uns erfreut und Kraft gegeben. Im Herbst erreichte euch, liebe Freunde, unsere umfangreiche Kreisverbandbroschüre 2021. Darin kann auch im Corona-Winter geblättert werden, Erinnerungen geweckt werden. Für Organisation und Technik eine Herausforderung der heutigen Online-Weihnachtsfeier sind zuständig unser stellvertretender Kreisvorsitzender Niki Dornstauder mit Ehefrau Yvonne von der Arbeitsgruppe Theater, Tochter Jasmin, Vorstandsmitglied und Mitglied der DBJT, der Deutschen Banater Jugend- und Trachtengruppen, und Marvin Schmidt, Vertreter der Jugend. Sie haben alles sorgfältig vorbereitet und begleiten uns durch das Programm. Herzlichen Dank! Die Bereitschaft und Freude zum Mitmachen ist bei Alt und Jung spürbar. Vertreter der Kinder, Jugend, Senioren, Chor, Musikkapelle, Theater, Arbeitsgruppe Kultur und Pressearbeit sind dabei. Vorstandsmitglieder sind vor und hinter der Kulisse im Einsatz. Ich bedanke mich und freue mich auf euch alle. Ich begrüße unsere Ehrengäste. Ganz herzlich begrüße ich die Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg, Frau Eva Weber. Liebe Eva, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Landtagsabgeordneter und BDV-Bezirksvorsitzender Herr Andreas Jeckel später dazustoßen wird. Seitens der Landsmannschaft der Banater Schwaben begrüße ich ganz herzlich unseren Landesvorsitzender Herr Harald Schlapanski. Lieber Harald, wir freuen uns, dass du teilnimmst. Ich begrüße herzlich Frau Bezirksrätin Annemarie Probst. Liebe Annemarie, schön, dass du dabei bist. In unserem Kreisverband sind Mitglieder vieler Heimatortsgemeinschaften beheimatet. Einige HOGs sind heute ganz stark vertreten, sogar mit Vorstand, wie Lenoheim mit Vorsitzender Herr Werner Griebel aus Mannheim. Er wird aber auch noch etwas später dazu stoßen, da er heute verabschiedet wird in den Ruhestand. Außerdem hat er heute auch Geburtstag, da werden wir noch später gratulieren. Aber auch Nitzgedorf ist stark vertreten. Liebe HOG- und Kreisverbandteams, herzlich willkommen. Von den Kreisverbänden begrüße ich den Vorsitzenden des Kreisverbandes Neumarkt, Herr Johann Kerner. Lieber Johann, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass auch Gäste aus dem Banat dabei sind. Liebe Astrid Cattaro, Mitglied der Jugend des Demokratischen Forums der Deutschen aus dem Banat, herzlich willkommen. Und nochmals, liebe Gäste, schön, dass ihr alle dabei seid. Wir freuen uns auf jeden Einzelnen. Das Programm dauert circa eine Stunde
und umfasst 5 Blöcke mit besinnlichen Gedichten, Geschichten, Instrumentalmusik und Lieder. Alles ist live. Noch ein technischer Hinweis: Bitte Mikro und Video nur beim Sprechen einschalten. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wir haben die Möglichkeit, miteinander über den Chat zu kommunizieren. Schreibt bitte eure Nachrichten und Fragen in den Chat, rechts unten. Und nun geht es weiter mit unserem Online-Weihnachtsprogramm. Ich freue mich sehr, dass die Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg, Frau Eva Weber, trotz ihrer vielen Verpflichtungen bei uns dabei ist und jetzt zu uns spricht. Ja, liebe Hella, herzlichen Dank zum einen für die Einladung, zum anderen für die freundliche Begrüßung. Und ich schicke an alle ganz wunderbare dritte Adventsgrüße aus meinem Wohnzimmer hinein, hoffentlich da, wo Sie es auch gemütlich haben. Ich kann leider nur kurz dabei sein, weil dritter Advent ist halt auch immer ein Familiensonntag. Und bei uns steht heute Abend noch ein Familienessen an und da muss ich noch ein bisschen was dafür tun. Da habe ich, hoffe ich, Ihr Verständnis. Ich wollte aber das einfach nicht vorbeigehen lassen, eure und ihre Adventsfeier, weil mir das einfach sehr wichtig ist, Danke zu sagen. Hella hat es gerade schon aufgeführt, was Sie in diesem Corona-Jahr alles auf die Füße gestellt haben. Und ich erlebe gerade in den letzten Wochen und Monaten, dass es viele Vereine, Institutionen, Vereinigungen, Zusammenschlüsse gibt, die ehrlich gesagt die Segel gestreckt haben und nicht mehr viel machen, weil sie einfach sagen, wir haben einfach keine Lust mehr auf online. Wir möchten lieber die persönlichen Begegnungen. Wir warten mal, dass die Pandemie vorbei ist. Und ich habe so ein bisschen die Angst davor, dass da einfach auch ganz viel auf der Strecke bleibt. Dass sie das nicht gemacht haben, sondern dass sie die Zeit, wo Begegnungen auch möglich waren, ganz intensiv genutzt haben, um auch miteinander nicht nur zu diskutieren und in ihren Verbänden auch etwas auf die Füße zu stellen, sondern vor allem auch Freizeit zu verbringen, vor allem Jung und Alt zusammenzubringen. Einfach, ja, das Leben, das sie ja auch davor hatten, im Sinne von dem, dass es ein sehr gesellschaftliches und ein sehr Zusammenleben war, dass sie das auch in den Monaten genutzt haben, das finde ich wirklich ein Wahnsinn. Und auch diese Online-Weihnachtsfeier heute zeigt, wie sehr sie miteinander verbunden sind und wie sehr ihnen das einfach auch wichtig ist und am Herzen liegt, dass die Kontakte zwischen ihnen auch in dieser so merkwürdigen Zeit einfach auch weiterhin gut funktionieren. Ich glaube, ich habe gerade vorhin das erste Mal in diesem Advent wirklich ein Weihnachtslied gehört. Und das finde ich eigentlich total erschreckend, weil normalerweise ist es ja wirklich so, dass man in der Adventszeit vom Christkindlesmarkt und dann von Weihnachtsfeier zu Weihnachtsfeier geht und ganz viel Plätzchen isst und Nüsse und Mandarinen und ganz viele Weihnachtslieder und Weihnachtsgedichte hört. Und ich habe vorher mir gerade gedacht, wie sehr mir das einfach auch fehlt. Und deswegen möchte ich mich ganz gerne bei dem Aufruf anschließen, den auch die Hella vorher schon gesagt hat, dass Impfen hilft. Und Impfen ist der einzige Weg, dass wir diese Pandemiespirale durchbrechen und dass wir wirklich irgendwann mal wieder in Normalität ankommen können. Dass wir unser Leben vielleicht nicht mehr ganz so wie vor März 2020, aber in großen Teilen dann eben doch auch wieder so leben können, wie wir uns das auch vorstellen. Mit dem, dass wir zusammen feiern, zusammen lachen, zusammen tanzen und zusammen vor allem auch solche wunderbaren Feste wie Weihnachten feiern. Das wünsche ich uns auf jeden Fall allen für das Jahr 2022. Letztes Jahr zu Weihnachten habe ich allen gesagt, ich wünsche uns mehr Normalität. Es hat irgendwie nicht so funktioniert, deswegen lasse ich es jetzt mal lieber sein. Aber ich wünsche uns vor allem, dass wir gut durch diese Zeit kommen. Bleiben Sie gesund und ich wünsche Ihnen allen und Ihren Lieben eine noch schöne Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und für das Jahr 2022 Gesundheit und von Herzen alles Gute. Und ich freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr zu einem der vielen Feste, die dann hoffentlich stattfinden, auch wieder live und in Farbe sehen können. Herzlichen Dank. Liebe Frau Oberbürgermeisterin, liebe Eva, danke für die schönen, wertschätzenden, ermutigenden Worte. Auch wir wünschen eine schöne Adventszeit, schöne Feiertage und ein glückliches, gesundes neues Jahr und viel Kraft für die Bewältigung der vielen Aufgaben. Danke. Ich möchte noch eine Begrüßung nachholen. Ich habe gesehen, unser Bundesvorsitzender, Herr Peter Dittmar Leber, ist inzwischen auch bei uns. Und lieber Peter, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und nun geht es weiter mit unserem Programm. Gedichten, Lieder und Instrumentalmusik geht es weiter in unserem Online-Weihnachtsprogramm. Lucian Geier, Vorstandsmitglied, Journalist, Publizist, Autor,
Historiker, Träger der BDV, silbernen Ehrennadel, trägt für uns das Gedicht Dezember auf Schwowisch vor. Ein Gedicht unseres Banater Heimatdichters Josef Gabriel der Jüngere. Musikalisch geht es weiter mit dem Lied Als du kamst zur Erde nieder, gespielt von Werner Zippel, Vorstandsmitglied, Leiter der Musikkapelle der Banater Schwaben Augsburg. Edith Achim, Mitglied der Theatergruppe und des vor kurzem mit der Ehrengabe des BDV-Kulturpreises des BDV-Landesverbandes ausgezeichneten Augsburger Banaterchors, hat für unsere heutige Feier selbst gedichtet. Wir hören das Gedicht Weihnachtsfeier 2021. Daheim, das ist Geborgenheit, ist der Titel des ersten Liedes, das Schlagersänger Steffen Kohl heute für uns singt. Es freut uns sehr, dass Steffen wieder bei unserer Weihnachtsfeier dabei ist. Er war auch bei der Kreisverband Weihnachtsfeier 2018, beim Kreisverband Schlachtplattenessen, aber auch bei Veranstaltungen der HUG Nitzgedorf in Augsburg und im Banat, in Nitzgedorf mit Familie dabei und hat uns mit seinen schönen Liedern erfreut. Josef Gabriel der Jüngere, ein Stimmungsbild Dezember. Das Jahr geht alt, wie all die Korst, wann's aber schon geschlacht hast, dann drehst dich am Wurst. Der hat aber zwei Enner und das Jahr nur ein. Die Kunst zu leben, das ist aber spät erst zu verstehen. Weihnachtsfeier 2021. Bald ist heilige Nacht. Was war das für ein Jahr mit Auf und Abs? Zum zweiten Mal schon ist die Weihnachtsfeier virtuell. Es ist ein kleines Leuchten, wenn's nicht kann werden hell. Dazwischen immer hoffen, dann doch wieder ein Rückschlag. Es bleibt auch weiter offen, was dennoch kommen mag. Allein uns hält zusammen von innen eine Kraft, die findet trotz Corona man in der heiligen Nacht. Sie sollte uns geleiten, dass wir zusammenstehen, einander unterstützen bei all diesem Geschehen.
Darin zeigt sich auch Weihnacht, das, was uns wertvoll macht. Im Miteinander, füreinander, der Gruß der heiligen Nacht. Jeder Schritt ist vertraut, jeder Baum, jeder Strauch. Tausendmal ging ich als Kind die Wege hier zu dem Haus vor der Stadt, wo mich keiner vergaß. Und ich weiß, ich finde auch heute die offene Tür, wenn einer sagt, jetzt komm schon rein, dann ist nicht nur mein Herz daheim. Daheim, das ist Geborgenheit, die es auf dieser Welt nur einmal gibt. Daheim, das ist der kleine Ort, wo mir die Zeit mein Buch fürs Leben schrieb. Daheim, schon dieses Wort allein klingt wie ein Lied in mir. Daheim, das ist das stille Glück, das jeden Augenblick ich in mir spür. Diese Welt ist so schön und auch ich wollte sie sehen, doch das Heimweh tief im Herzen nahm ich mit. Plötzlich sah ich im Traum bunte Kerzen am Baum, denn ein Weihnacht ohne Heimweh gibt es nicht. Dann will doch jeder nur noch heim, um noch einmal ein Kind zu sein. Daheim, das ist Geborgenheit, die es auf dieser Welt nur einmal gibt. Daheim, das ist der kleine Ort, wo mir die Zeit mein Buch fürs Leben schrieb. Daheim, schon dieses Wort allein klingt wie ein Lied in mir. Daheim, das ist das stille Glück, das jeden Augenblick ich in mir spür. Daheim, das ist Geborgenheit, die es auf dieser Welt nur einmal gibt. Daheim, das ist der kleine Ort, wo mir die Zeit mein Buch fürs Leben schrieb. Daheim, schon dieses Wort allein klingt wie ein Lied in mir. Daheim, das ist das stille Glück, das jeden Augenblick ich in mir spür. Danke, Lucian, Werner, Edith und Steffen für die schönen Beiträge. Wir haben uns sehr gefreut. Ich möchte noch eine Begrüßung nachholen. Frau Stadträtin Vanessa Scherböttcher ist auch bei uns. Liebe Vanessa, herzlich willkommen. Unser Bundesvorsitzender, ich habe ja zuvor schon die Begrüßung nachgeholt, ist auch bei uns und er wird jetzt uns ein paar Wünsche überbringen und einige Wörter zu uns sprechen. Das freut uns sehr, lieber Peter. Liebe Hella, liebe Kolleginnen und Kollegen im Kreisvorstand Augsburg, unserer Landsmannschaft, liebe Mitglieder und Landsleute im Kreisverband Augsburg. Ich darf Ihnen zu dieser besonderen, zu dieser außergewöhnlichen Adventsfeier die Grüße des Bundesvorstandes der Landsmannschaft der Banater Schwaben überbringen und ich darf Ihnen auch zu diesem Unterfangen, eine solche Adventsfeier online abzuhalten, gratulieren. Adventsfeiern hat es im Kalender der Landsmannschaft lange Jahre nicht gegeben. Wir kannten diesen Brauch in der Heimat nicht, aber wir haben ihn hier übernommen
Und wir haben ihn zu einer ganz besonderen Veranstaltung unserer Mitglieder in Deutschland gemacht. Das war die Zeit, wo kurz vor dem Weihnachtsfest die Landsleute zusammenkommen konnten, die Kinder ein Programm vorbereiteten, wo man sich wieder den Traditionen aus der Banater Heimat widmen konnte, sie anpasste, neu interpretierte, wo man die Gemeinschaft ganz bewusst erlebte. Es kam Corona, es kamen neue Zeiten, vieles, was bisher als selbstverständlich betrachtet wurde, war nicht mehr möglich, beziehungsweise anderes wurde neu wieder begonnen. Auch diese Adventsfeier ist dazu zu zählen. Vieles, was wir uns für dieses Jahr vorgenommen hatten, konnten wir nicht abhalten. Es gab nur kleine Zeitfenster im Sommer, wo die eine oder andere Veranstaltung vornehmlich unter freiem Himmel möglich gewesen ist. Jetzt im Spätherbst, im Winter sieht die Situation wieder anders aus. Ich finde es ganz wichtig, dass Sie trotzdem auch in dieser schwierigen Zeit die Gemeinschaft pflegen, dass Sie sich mit dieser kleinen Banater Heimat, die jeder von uns in uns trägt, beschäftigen, dass Sie darüber schreiben über diese Zeit, dass Sie miteinander in Verbindung bleiben, dass wir irgendwann, wenn wieder mehr möglich sein wird, neu starten können. Wir haben alle aus dieser Situation gelernt. Und was wir noch gelernt haben, war für uns als Verband, sage ich mal, dass nichts als selbstverständlich zu betrachten ist, sondern dass alles mit dem Einsatz der wenigen, die die Verantwortung übernommen haben, steht und fällt. In diesem Sinne gratuliere ich auch Ihnen als Vorstand für das Geleistete in diesem Jahr und baue auf eine weitere gute Zusammenarbeit im nächsten Jahr. Meine Frau und ich persönlich, auch der Bundesvorstand, wünschen Ihnen und Ihren Familien gesegnete Weihnachten, Gesundheit und auf baldige Treffen im kommenden Jahr wieder als Gemeinschaft, ob bei einer Veranstaltung in Augsburg oder sonst wo, wenn das wieder möglich sein wird. Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest. Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank unserem Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft der Banater Schwaben, Peter Dietmar Leber, für die schönen Worte, für das schöne Grußwort und für die guten Wünsche. Auch wir wünschen alles, alles erdenklich Gute und Gesundheit. Im Programm geht es weiter. Zu Weihnachten gibt es Geschenke. Der Nikolaus kommt immer mit seinem vollen Sack zu unserer Weihnachtsfeier. Bestimmt hat er auch dieses Jahr Geschenke bereit. Im nächsten Teil erwarten wir den heiligen Nikolaus. Wir stimmen uns darauf ein. Der 6-jährige Logan trägt das Gedicht Adventszeit vor und seine Schwester Leona singt das Lied an das Postamt Wolke 7. Leona hat schon öfters für uns gesungen. So bei unserem Kreisverband Weihnachtsfeier 2018, bei Veranstaltungen der HG Nitzgedorf in Augsburg und im Banat in Nitzgedorf. Danach heißt es Bühne frei für den Nikolaus. Ein Weihnacht, wie es früher war, bringt uns Steffen Kohl in seinem Lied zum Abschluss von Teil 3 nahe. Wir laden Sie ein, zu Hause zu mitsingen. Adventszeit. Wenn im Dunkeln Lieder klingen und wenn Kinder fröhlich singen, siehst du Lichter, Fünkchen kommen, aus dem Nebel ganz verschwommen. Weißt du sicher gleich Bescheid, es ist nun Adventszeit. Zu klein, es ist keiner da, der mir das Brieflein schreibt. Einen großen weißen Schlitten wünsch ich mir, wenn es schneit. Und ich sagte, kleiner Tommy, das Christkind weiß Bescheid.
und Wolke 7 hab ich einen Brief geschrieben. Jeden Nachmittag um 3 fliegt ein Englein dort vorbei. Auf dem Postamt Wolke 7 bleiben keine Briefe liegen. Es kommt nur darauf an, dass man daran glauben kann. Da sieht man einen. Streich den Schlitten weiß an, sagte ich zu Papa. Ich brauch ihn doch nicht mehr. Nebenan wohnt ein Junge, die Eltern sind arm, er wünscht ihn sich so sehr. Und für mich wird es erst Weihnacht, wenn der Kleine sich auch freut und wenn seine Augen strahlen, drum sage ich ihm heut. An das Postamt Wolke 7 hab ich einen Brief geschrieben. Jede Nachmittag um 3 fliegt ein Engländer dort vorbei. Auf dem Postamt Wolke 7 haben wir Briefe liegen. Es kommt nur darauf an, dass man daran glauben kann. Aber das ist witzig. Unterm Christbaum stand ein Schlitten. Schneeweiß angemalt und das Ponto an das Christkind habe ich so gern bezahlt. An das Postamt Wolke 7 habe ich einen Brief geschrieben. Jede Nachmittag um 3 fliegt ein Englein dort vorbei. Auf dem Postamt Wolke 7 bleiben keine. Der Nikolaus hat euch allen eine Weihnachtsgeschichte mitgebracht. Wundervolle Weihnacht. Sinnend gehe ich durch die Straßen. Fromm geschmückt ist jedes Haus. Weihnachtsglocken höre ich klingen. Alles sieht so festlich aus. Still erhellt sind bunte Kerzen, die an jedem Christbaum glühen. Möge doch ihr Licht der Liebe tief in allen Herzen zieren. O du wundervolle Weihnacht, gnadenreiche fromme Zeit, möge doch dein Licht der Liebe für uns leuchten alle Zeit. Hallo ihr Kinder, da bin ich, oje, der Nikolaus. Ich komm aus dem fernen Nikolausland. Ich bin durch Hügel, Hagel, Eis und Schnee, dem weiten Volk zu euch hergerannt, hab auf dem Rücken schwer zu tragen den riesigen braunen Sack. Da drin sind die vielen schönen Gaben, die ich jedes Jahr für die Kinder einpack. Liebe Kinder, euch hab ich was mitgebracht. So ein Päckchen ist unterwegs zu euch von euren Tanzgruppenleiterinnen. Draußen vom Fenster die Flocken im Wind. Ich möchte gern daheim sein, wär gern wieder Kind. Möcht Großvater zuhören, wie er Geschichten erzählt. Vom Christkind, das herfliegt, vom Himmel auf die Welt. A Weihnacht, wie's früher war, ein Christbaum mit Engelhaar, mit einem Krippe am Stern. Ja, das hätt ich so gern. A Weihnacht, wie's früher war, so
friedlich, so wunderbar, so selig, so froh. Dies wünsch ich mir so. Am heiligen Abend waren wir beieinander, mit Vater und Mutter im festlichen Brand. Da hat drüben im Stüber ein Glöckern hell geläut. Der Baum voller Wunder war für uns bereit. Eine Weihnacht, wie's früher war, ein Christbaum mit Engelhaar, mit einem Krippel am Stern. Ja, das hätt ich so gern. Eine Weihnacht, wie's früher war, so friedlich, so wunderbar, so selig, so froh, das wünsch ich mir so. Na, 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 so wunderbar, so selig, so froh, dies wünsch ich mir so, dies wünsch ich mir so. Danke, lieber Nikolaus, danke, lieber Logan, danke, liebe Leona. Danke, lieber Steffen, das war sehr schön. Am liebsten würde ich euch alle umarmen. Und Applaus spenden wir natürlich auch. Online wurde schon Applaus gespendet. Lieber Nikolaus, ich habe noch eine Bitte. Bring deine Geschenke zu den Leiterinnen der Kindertanzgruppe, Ramona Abendschein und Silke Lazzo. Die beiden bringen sie zu euch, liebe Kinder, persönlich oder übers Postamt. Sind Sie doch gemeinsam mit den Leiterinnen der Jugend- und Erwachsenengruppen Andrea Kielburg und Ramona Sobotta heute dabei. Schön, dass ihr dabei seid. Jetzt will ich noch eine Begrüßung nachholen. Ich begrüße ganz herzlich unseren BDV-Bezirksvorsitzenden und Landtagsabgeordneten, Herr Andreas Jeckel. Lieber Andreas, schön, dass du da bist. Er ist ein Freund der Banater Schwaben. Und unlängst war er auch Postengel der Kreisverbandbroschüre im Bayerischen Landtag. Er hat unsere Broschüre an die Sozialministerin Carolina Trautner und an die Beauftragte für Spätaussiedler und Aussiedler und Vertriebene Frau Silvia Stiersdorfer übergeben. Und gleich haben wir auch ein schönes Foto gekriegt. Vielen Dank. Für heute hat er uns eine Weihnachtsgeschichte mitgebracht. Lieber Andreas, wir sind gespannt auf die Geschichte. Ja, jetzt hoffe ich, dass alle mich hören. Hella, guten Abend. Dann ist ja die Technik schon mal gegeben. Es ist, glaube ich, meine erste Weihnachtsfeier online. Also kein Zufall, dass die bei euch stattfindet, oder? So, dann gehe ich aber gleich rein, sage nochmal allen einen schönen dritten Adventsabend. Den kann man ja fast schon sagen. Und ich habe tatsächlich eine Weihnachtsgeschichte rausgesucht mit dem schönen Namen Das Jahr, in dem Weihnachten fast ausfiel. Anna war ein wahrhaftiges Weihnachtswesen. Schon im September freute sie sich, dass es endlich wieder Lebkuchen und Schokonikoläuse zu kaufen gab. Pünktlich zum ersten Advent schmückte sie zusammen mit ihrer Familie die gesamte Hausfront mit einem Meer aus Lichtern. Als Kind war sie das Weihnachtsengel der Stadt gewesen und seit sie selber Kinder hatte, liebte sie es, den Kleinen, solange sie noch daran glaubten, für all die Geschichten vom Christkind, vom Nikolaus und dem Krampus zu begeistern und die Adventsbräuche zu pflegen. Anna hatte viele schwierige Jahre erlebt und wusste, dass es das Leben nicht immer gut mit einem meinte.
aber es war ihr jedes Jahr gelungen, ein glückliches gemeinsames Weihnachtsfest für die gesamte Familie zu organisieren. Ohne Ausnahme kam ihre Familie seit fast 40 Jahren an Heiligabend im selben Wohnzimmer zusammen. Und seitdem ihre Eltern nicht mehr unter ihnen weilten, war sie selbst das heimliche Familienoberhaupt, das die Brüder, die Schwägerinnen, die Schwiegereltern und die stetig wachsende Kinderschar bekochte und jedes Jahr dieselben Würstel und dasselbe Kraut. Und auch am Ablauf des Heiligabends selber hatte sich seit der Zeit, als die Uromas noch mit trällender Stimme Stille Nacht gesungen hatten, nichts verändert. Weihnachten war ihr Anker in einer unsteten Welt und Trost in widrigen Zeiten. Und widrige Zeiten waren es in diesem Jahr in der Tat gewesen. Ihr Mann musste im Frühjahr mehrere Monate in Kurzarbeit und hatte seitdem Angst, seine Arbeit zu verlieren. Sie selbst hatte ihren Minijob als Köchin verloren, was sie letztendlich als Glück im Unglück empfand, weil sie so aufgrund der langen Schulschließung zu Hause bei ihren Kindern bleiben konnte. Am meisten sorgte sie sich aber um die Schwiegereltern, die viele Wochen nicht mehr das Haus verlassen wollten, aus Angst, sich anzustecken. Gott sei Dank kehrte mit dem Sommer ein wenig die Normalität zurück. Anna half wieder in der Küche der Gastwirtschaft nebenan aus und die Kinder gingen wieder zur Schule. Und ganz so, als wäre nichts gewesen, entdeckte sie pünktlich zur letzten Septemberwoche die ersten Lebkuchen im Regal vom Supermarkt. Voll Vorfreude begann Anna sogleich, das Weihnachtsfest zu planen. Sie hatte die Familie in diesem Jahr kaum gesehen, deswegen sollte es das größte und schönste Weihnachtsfest werden, das sie je veranstaltet hatte. Aber dann wurden die Nachrichtensprecher immer ernster und die Zahlen, die diese jeden Tag verkünden, immer bunter. Sie waren erst gelb, dann wurden sie rot und bald redete man nur noch von dunkelroten Zahlen. Dunkelrot sollte eigentlich nur der Mantel vom Nikolaus sein, dachte sie und hoffte, dass wenigstens in der kommenden starken Zeit einmal nicht von Krankheiten geredet wurde. Sie hatte bereits die ersten Geschenke gekauft und in der Baumschule eine schöne Weißtanne ausgekundschaftet, als die Ansprachen der Politiker immer wieder auf Weihnachten zu sprechen kamen. Anna war ein wenig erleichtert, als die Regierenden erklärten, dass das Land bereits jetzt Einschränkungen einführte, damit alle im Dezember wie gewohnt Weihnachten feiern könnten. Der Advent rückte näher und obwohl sie lange bangte, ob die da oben gemeinsame Weihnachten erlauben würden, hatte sie bald die erhoffte Gewissheit. Der Ministerpräsident verkündete, dass 10 Erwachsene miteinander Heiligabend feiern durften. Das ging exakt auf. Voller Vorfreude suchte sie den Bestellzettel für die Weihnachtswürstel heraus und bastelte mit den Kindern die Einladung für das Weihnachtsfest, das sie gleich zur Post brachten. Sie wartete 2-3 Tage, aber es kam keine Antwort. Weder von den Brüdern noch von den Schwiegereltern. Am 4. Tag schrieb sie eine zaghafte Nachfrage in die WhatsApp-Gruppe der Familie, ob sie denn die Karten schon bekommen hätten und wer wie viele Würste wünschte. Wieder passierte einen Tag lang nichts. Am Abend des nächsten Tages las sie in der Gruppe folgende Nachricht. Liebste große Schwester, ich feiere wegen der aktuellen Situation heuer zu Hause und nur mit meiner Familie. Würstel brauchen wir auch keine, wir sind doch seit diesem Jahr Vegetarier. Anna war drauf und dran, das Handy durch die Wohnung zu werfen. Stattdessen begann sie wütend zu tippen. Wenn ihr diesen bescheuerten Virus als Vorwand nehmt, um mir Weihnachten zu verderben, dann braucht's euch aber auch nächstes Jahr nicht mehr blicken lassen. Es dauerte keine Minute, da klingelte ihr Telefon. Ja, murrte sie in ihr Handy. Es war ihr jüngerer Bruder. Er fragte, ob er ihr seine Gründe erklären dürfe. Ich höre, antwortete sie knapp. Er erklärte ihr lang und breit, warum er es nicht verantworten wolle, in dieser Zeit mit 10 Erwachsenen und fast genauso vielen Kindern gleichzeitig zu feiern und zu singen. Aber das ist doch genau das, was Weihnachten ausmacht. Und außerdem ist es erlaubt, entgegnete Anna. Aber nur weil es nicht verboten ist, heißt das nicht, dass es richtig ist, entgegnete der Bruder ein wenig genervt. Ihr wollt einfach nicht zu uns kommen, schimpfte Anna ins Telefon und legte auf. Es dauerte nicht lange, da kam der nächste Anruf, ihr älterer Bruder. Willst du auch absagen, rief sie ins Telefon, ohne ihn zu grüßen. Eigentlich wollte ich dir die Weihnachtsgeschichte erzählen, sagte er ruhig. Die kenne ich schon,
Ehrlich? Fragte er und fügte hinzu. Dann erzähl mir mal, wie viele Menschen bei der Geburt Jesu in Bethlehem dabei waren. Ja, nur Josef und Maria. Na und? Und wer ist im Laufe der Nacht sonst noch vorbeigekommen? Du stellst Fragen. Ein paar Hirten. Und glaubst du, dass Maria es schöner gefunden hätte, dass an diesem heiligen Abend, sagen wir mal, 8 Hirten und jede Menge Kinder mit dabei gewesen wären? Plötzlich verstand Anna, was ihr Bruder vorhatte und musste lächeln. Nein, gestand sie sich ein und musste an ihre eigene erste Geburt denken. Wäre ich Maria gewesen, hätte ich lieber gar keinen Besuch gehabt. Kann es sein, dass wir heuer endlich einmal die Chance haben, Weihnachten so zu feiern, wie es ganz ursprünglich einmal gewesen ist? Anna seufzte. Du hast ja recht, sagte sie und merkte, weil sie schon wieder etwas ruhiger wurde. Bist du mir böse, wenn wir an Heiligabend nicht kommen und wir uns die Tage danach treffen? Anna war immer noch ein klein wenig wütend und schwieg. Du weißt schon, dass wir nach diesem schwierigen Jahr nichts lieber getan hätten, als zusammen mit dir und allen anderen gemeinsam zu feiern. Anna seufzte. Natürlich, sagte sie und konnte schon wieder ein wenig lächeln. Ja, unweigerlich, das Jahr 2020 und es wird wohl heuer auch wieder ähnlich sein, aber ich habe das gefunden und mir gedacht, das passt doch ganz gut in diese Zeit. Vielen Dank, lieber Landtagsabgeordneter. Vielen Dank, lieber Andreas, für diese passende Geschichte und für die schönen Worte. Es geht weiter in unserem Programm. Im vorletzten Teil des Programms trägt Edith Achim ein von ihr für unsere Weihnachtsfeier geschriebenes Gedicht mit dem Titel Advent in Premiere vor. Danach folgt das Lied Leise rieselt der Schnee, es singt Steffen Kohl. Kommt der Weihnachtsmann in Nöten? Mehr dazu erfahren Sie in der von Heilrun Reinholz, Schriftführerin unseres Kreisverbandes, des Kultur- und Dokumentationszentrums der Banater Schwaben in Ulm. Sie liest uns die Geschichte vor. Dann hören wir, ob der Weihnachtsmann auch in Nöten kommt und wie man das lösen kann. Mit Musik geht es weiter im Programm. Werner Zippel spielt am Akkordeon O du Fröhliche. Am Ende des vierten Teils wird's wieder schwobisch. Mir höre in unserem Muttersprach von Lucian Geier des Gedicht Silvester von unserem Banater Heimatdichter Josef Gabriel der Jüngere. Wir freuen uns auf die Beiträge. Advent. Schneefall schon am ersten Advent. Das ist doch, was man von Kind aus kennt. Es macht so feierlich, bereitet einen vor, zu öffnen weit des Herzens Tor. In den Kirchen hört man das Adveniat singen und draußen Schlittenglöcklein leise klingen. Und diese Stimmung wahrhaftig es schafft, trotz schwerer Zeiten, dass das Herz findet neue Kraft. Dass Freude aufkommt im Gemüt, weil irgendwo die Hoffnung blüht, dass mit dem Kindlein in dem Stall auch Segen kommt, all überall. Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzet der Wald, freue dich's Christkind kommt bald. In den Herzen wird's warm, still schweigt Kummer und Harm. Sorge des Lebens verhallt, freue dich's Christkind kommt bald.
scheint. Freue dich, das Christkind kommt bald. Freue dich, das Christkind kommt bald. Freue dich, das Christkind kommt bald. Der Weihnachtsmann in Nöten. Wir befinden uns im Himmel. Das muss extra betont werden, denn nach der Betriebsamkeit, die hier oben herrschte, und nach den herumliegenden Utensilien zu urteilen, könnte es sich ebenso gut um die Versandabteilung eines Warenhauses handeln. Aber da stapft auch schon Sankt Nikolaus herein, mürrisch und finster blickt er. Er setzt sich auf eine große Kiste, und während die Weihnachtsengel Säcke und Kästen abschleppen, um sie auf den großen Schlitten zu laden, brummelt der Alte schlecht gelaunt vor sich hin. Hören wir ihm doch mal zu. Fast wär's vorbei mit alle Jahre wieder. Der Schreck fuhr mir in alle Glieder, nachdem sie gestern Abend mich gebeten, vor die himmlische Kommission zu treten. Wir Engel von der himmlischen Behörde, wir haben, bevor du wieder zur Erde dich diesmal wirst hinabbegeben, ein ernstes Wort, Sankt Nikolaus, mit dir zu reden. Ich wusste nicht, was soll das denn bedeuten? Hab meinen Dienst doch seit so langen Zeiten stets treu getan, hab auf den vielen Reisen durch kalte Winter voller Eis und Schnee Frostbeulen mir geholt und Gliederreißen. Auch tut das ganze Jahr das Kreuz mir weh von jedem Sack mit Mandelkernen und Nüssen, den ich die ganze Zeit hab schleppen müssen. Der Oberengel aber sieht mich strenge an und sagt: Sankt Nikolaus, Weihnachtsmann, wir denken uns, du wirst wohl selbst schon ahnen, weshalb wir heute ernstlich dich ermahnen. Ich denke natürlich, der Engel spricht von jener alten, peinlichen Geschichte. Ich bin da mal in Hamburg drunter am Hafen nach 20 Grog ein bisschen eingeschlafen und soll, so sagt man, auf der Rückfahrt zum Himmel Seemannslieder singend mit lautem Gebimmel auf der Milchstraße zickzack gefahren sein. Ich sagte: Verehrter himmlischer Chor, die Sache von damals kommt nie wieder vor, ich trinke keinen Tropfen. Doch die sehen mich an. Diesmal ist es was Ernsteres, Weihnachtsmann. Die Menschen, so heißt es von überall her, vernehmen die frohe Botschaft nicht mehr. Sie hetzen, so sagt man uns, kaufen und jagen nie schlimmer als in den Weihnachtstagen. Statt in Freude und in Beschaulichkeit zu erleben die heilige Weihnachtszeit, sind sie im Stress, wie sie das nennen. Sie frohlocken nicht, sie fluchen und rennen, fröhliche Weihnacht wünschen sie sich, aber alle sind sie nur fröhlich nicht. Frohe Weihnacht auf vorgedruckten Karten, frohe Weihnacht auf tausend verschiedene Arten, von Kiel bis zum Bodensee reden sie so, frohe Weihnacht, aber kein Mensch ist froh. Ja, viele bekennen, es wäre ihnen lieber, Weihnachten wäre schon lange vorüber. Sankt Nikolaus, was habt ihr hierzu zu sagen? Ich sage, was soll ich schon sagen? Ja, Sie sind jetzt ein bisschen nervös. Ich glaube jedoch, Sie meinen's nicht bös. Sie haben so unerhört viel zu bedenken, wem Sie jenes schenken, wem Sie dieses schenken. Und Sankt Nikolaus, unterbricht er mich, bedauerst du die Menschen denn nicht? Sie finden und finden keine innere Ruhe, und schuld an diesem Übel bist du. Wer? Ich, sag ich, denn das haut mich um. Wieso denn ich? Ich meine, warum? Du hast ihre Habgier ohne Bedenken noch gesteigert und ihre Sucht nach Geschenken hat sie angestachelt zu konsumieren. Es gab eine Zeit, da haben sie sich von Herzen gefreut über Äpfel, Nüsse und Mandelkern. Sie waren zufrieden und lobten den Herrn. Heute aber legt Nikolaus unter dem Baum Geschenke, Geschenke, man glaubt es kaum. Autos, Sauna, Rasenmäher, Digitaluhr, Farbfernseher, Videokamera und Kassetten, Fernlenkflugzeug, Wasserbetten, Pelze, Yachten, Edelsteine, Heimorgel und Fertigheime. Die teuersten, dümmsten, verrücktesten Sachen, die sich kein bisschen zufriedener machen. Wir müssen uns daher stark überlegen, ob wir dich nicht deines Amtes entheben. Da stand ich nun.
Erstmal blieb mir vor Schreck, ich habe ja auch Asthma, die Luft mir weg. Herr Oberengel, das muss ich bestreiten, so schlimm ist es nun auch wieder nicht mit den Leuten. Ich kenne gleich ein Dutzend mit Oma und Kind, die Weihnachten wirklich noch fröhlich sind. Drauf wieder der Engel. Also schön, also gut, damit man Sankt Nikolaus nicht Unrecht tut, zeige uns, alter Weihnachtsmann, wer noch zu Weihnachten fröhlich sein kann. Wenn nur einer sagt, ohne zu zögern, wieso, Weihnachten bin ich ganz einfach nur froh, so kannst du fürs Erste noch deinen alten Weihnachtsmann-Außendienstposten behalten. Kommst du aber ohne die Antwort heim, setzen wir einen anderen Weihnachtsmann ein. Und damit entschwand die hohe Behörde. Da stehe ich nun, gleich muss ich zur Erde. Mir ist bange, könnte es denn wirklich sein? Kein Mensch kann sich mehr über Weihnachten freuen. Silvester von Josef Gabriel dem Jüngeren. Horcht her, ihr Leid, die Uhr dort schlohn, das Jahr ist rum, das kennt man so'n. Klon winzig kommt man auf die Welt und wird auf schwache Viecher gestellt. Und ist man nur groß, nur will man viel, doch's Leben ist gar Kinderspiel. Man sucht die Lust und findet es Leid, so wie es am Uf der Sterne steht. Es Jahr vergeht und stellt ka froh, es kommt ja gleich ein anderes noch. Doch euer Glück leid doch bei euch, macht euch mit Fred es Leben reich. Besinnlich. Schön. Danke, Edith, Steffen, Heilrun, Werner und Lucian. Jetzt folgen die Weihnachtswünsche des Landesvorsitzenden der Landsmannschaft der Banater Schwaben, Harald Schlapanski. Lieber Harald, wir freuen uns. Also ich fange schon mal an zu reden. In der Zwischenzeit versuche ich, die Kamera aufzumachen. Also guten Abend, liebe Landsleute.
Seitens des Landesverbandes der Landsmannschaft, der Banater Schwaben, begrüße ich euch alle ganz, ganz herzlich. Besonders der Vorstand des Kreisverbandes Augsburg und die viele ehrenamtliche Tätige, die im Kreisverband aktiv sind. Und ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Einladung zu der Weihnachtsfeier. Es war für mich das Jahr, wo wenig Veranstaltungen waren, in der Landsmannschaft, im Landesverband und auch in die Kreisverbände. Aber es hat dann doch ein Lichtblick gegeben und es hat mich besonders gefreut, dass die Kerwa in Augsburg stattfinden hat können. Und noch mehr hat es mich gefreut, als ich sogar eingeladen worden bin und daran Teilnehmer habe können. Und mit der Genehmigung vom Gesundheitsamt in Augsburg haben wir sogar tanzen dürfen. Es war eine einmalige Sache und es hat mir sehr gut getan. Und dazu möchte ich im Kreisverband Augsburg ganz herzlich dazu nochmal gratulieren. Anderer Höhepunkt des Jahres war bei der BDV-Landesversammlung in München, als der Chor des Kreisverbandes Augsburg ausgezeichnet wurde mit der Ehrengabe des BDV-Verbandes. Und es ist mir richtig warm ums Herz, wenn man gesehen hat, wie die Leute sich gefreut haben, wie die Damen und die Herren emotional bewegt waren, die so groß ausgezeichnet zu werden und sie haben es von Herzen verdient. Ja, ich bin immer wieder, wie soll ich sagen, überrascht, wie es der Kreis Augsburg schafft, aus jeder Situation das Beste zu machen. Und egal ob Präsenzveranstaltung, ob virtuelle Veranstaltung wie jetzt, ihr seid aktiv und ihr macht das Beste und holt die Leute mit. Und dazu möchte ich euch ganz, ganz herzlich von Herzen gratulieren und möchte mich auch gleichzeitig bedanken und für die schöne Weihnachtsfeier, die ich jetzt erlebt habe, einfach für die guten Beiträge, die gekommen sind. Und ja, auf dem Weg wünsche ich euch dann schönes Weihnachtsfest und ein gutes und ein besseres neues Jahr 2022 und natürlich vorher noch eine schöne Adventszeit. Und Entschuldigung, dass das jetzt mit dem Bild nicht geklappt hat, gell? Aber die hätten mich alle gehört, hoffentlich. Vielen Dank, lieber Landesvorsitzender. Vielen Dank, lieber Harald, für die schönen Worte, auch auf Schwäbisch, das hat uns auch gut getan. Und für den Lob machen wir gerne und so machen wir auch weiter. Und vielen Dank für die guten Wünsche. Auch mir wünsche schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und alles Gute. Ich werde zum Schluss noch einmal wünschen. Aber danke. Und vielleicht klappt es ja später, dass ich dich noch inschalte mit dem Bild. Wir werden es noch einmal versuchen, dass wir dich auch alle... Ich probiere es noch mal. Wir haben es ja schon in der Probe, hat es ja geklappt. Und es wird schon noch mal klappen. Ja, wir haben dich wunderbar gehört. Dankeschön. Unser Programm, das geht so langsam zu Ende. Danke allen fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Mir hat es gut gefallen. Ich nehme an, euch auch. Ein kleiner Ausblick für 2022. Fürs nächste Jahr haben wir uns auch einiges vorgenommen. Eigentlich wieder ein schwäbisches Jahr mit Brauchtum und Kultur, mit Kontakten zu anderen befreundeten Landsmannschaften, Beteiligung an Veranstaltungen der Stadt Augsburg, der Landsmannschaft von BDV und grenzüberschreitend. Gemacht wird das und wie viel Corona zulässt. Liebe Mitglieder, liebe Landsleute, liebe Freunde, wir bleiben in Kontakt. Und nächstes Jahr, am 3. Advent, ist wieder unsere Präsenzweihnachtsfeier. Das habe ich auch schon voriges Jahr gesagt, aber jetzt meine ich es schon ernst. Dazu laden wir Sie jetzt schon ein. Vorher gibt es noch viel mehr. Stellvertretend erwähne ich die Kirchweih am 3. Samstag im September, das Sommerfest diesmal am 4. Samstag im Juli, um Überschneidungen mit einer wichtigen DBOT-Veranstaltung zu vermeiden, Kulturtag Ende Juni oder Maiandachten. Alle Termine und viel mehr sind in unserer Broschüre und werden auch nochmal bekannt gegeben. Ich wünsche euch allen, liebe Mitglieder, liebe Teilnehmer, liebe Landsleute, liebe Freunde und euren Lieben, persönlich und im Namen des Kreisvorstandes Augsburg der Landsmannschaft der Banater Schwaben, frohe und gesegnete Weihnachten. Und ein glückliches, gesundes neues Jahr 2022. Wir freuen uns von Herzen
und schauen dann, dass der Weihnachtsmann doch seinen Job behält. Wir können uns noch von Herzen freuen. Bleibt gesund. Zum Schluss erklingt das ewige Lied. Stille Nacht, heilige Nacht. Es spielt Werner Zippel auf dem Akkordeon. Danke, ihr seid alle eingeladen zum Mitsingen. Nach Ende des Liedes, am Ende des Liedes, schaltet euch bitte alle auch mit Video ein. Wir wollen euch noch auch alle sehen. Weihnachten wünsche ich euch auch allen. Frohe Weihnachten allen zusammen. Frohe Weihnachten wünschen euch auch alles. Guti. Frohe Weihnachten allen. Schaltet euch mit dem Video ein. Wir wollen euch sehen. Wenigstens winken. Hallo Helly, Franz, da ist Resi und Uwe. Es war sehr schön dabei zu sein. Hat viel Freude gemacht. Hat uns gefreut. Aus Frankenthal. Sehr ja, schön. Genau. Aus Frankenthal. Hallo. Und die Frau war ja auch von weiter her. Hat uns auch sehr gefreut. Hat uns ja jeder sehr gefreut, gell? Frohe Weihnachten euch. Danke. Ja. Weihnachten aus Speyer, Rheinland-Pfalz. Ich bin die Landsmännin vom Luzi. Schön. Von ja. Noch Frage. Jemand aus der Pfalz. Ja. Genau. Also war die Pfalz auch dabei. Ja, genau. Ist auch vertreten. Ja. Und Spanat ist auch dabei. Die Astrid, wir haben sie ja schon begrüßt. Astrid Cataro aus Temeswar. Schön. Hallo allerseits, wünsche besinnliche Feiertage und viel Gesundheit danke, in dieser ebenfalls. Zeit. Danke. Schöne Grüße und frohe Weihnachten auch aus Kissing. Mir geht's wie dem Harald. Ich kriege die Kamera nicht an. Also dann nur mündlich. Aber bleibt gesund und macht's gut. Ebenso. Dankeschön, ebenso. Alles Gute auch von mir.
Und von der ganzen Ritterschleit aus Kuchen im Odenwald. Danke. Schön, Grüße zurück. Macht's gut, bleibt gesund. Alles Gute auch von uns, von Janni und von mir. Ich habe genau das gleiche Problem. Bei mir geht jetzt auch auf dem Laptop nicht die Kamera. Ich bin heute nicht an meinem offiziellen Arbeitsplatz. Aber wichtig ist ja, ich kann euch alle sehen oder wir können euch alle sehen. Wir sind immer noch die Alten, es hat sich nichts verändert. Immer noch in guter Stimmung und hat uns sehr gefreut. War wirklich wunderschön und hoffentlich nächstes Jahr dann in Präsenz. Dass man sich mal alle wieder live sehen kann und vielleicht auch mal den einen oder anderen in den Arm nehmen kann. Das wäre doch sehr schön. Bleibt gesund und frohe Weihnachten. Danke gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Auch von mir frohe Weihnachten euch allen und Gesundheit. Dankeschön. Danke. Danke. Ebenso. Danke, Silke. Also. Dann sagen wir auch schöne Weihnachten von uns auch, ne? Okay. Danke. Danke gleichfalls. Tschüss. Ciao. Tschüss. Endlich sehe ich dich im Bild. Wen? Dich, Hans. Mich, oder warum? Ja, ich wollte dich auch mal ziehen. Ja, ich hatte auch gesehen. So hat mir gereicht. Hast du das auch gut gemacht? Gehört habe ich dich ja, aber gesehen nicht. Oh, ja, wieso auch der nicht? Helmut ist da, der Helmut Kierer, ja, auch vorbeigelaufen, das ist schön. Schön, gell? Weißt du, ich habe doch keinen Einfluss. Ich sitze da brav und höre zu und lass das mal laufen. Da, so, wie ist das? Also, ich auch. Dann sind wir ja beide brav, oder wie? Ja. Immer. Sogar im Schlafen. Ja, da überhaupt. Gell? Frohe Weihnachten an euch. Frohe Weihnachten. Gell? Ja, genau. Mich hat es total gefreut, euch alle mal wieder zu sehen. Gott sei Dank ist am Schluss noch die Kamera gekommen, dass ich alle mal sehe, weil ich kriege euch ja gar nicht mehr zu Gesicht. Frohe Weihnachten und vielen, vielen Dank für die Einladung und das wunderschöne Programm. Danke auch. Danke gleichfalls. Die Vanessa auch. Der Nikolaus kommt ja zu den Kindern, Vanessa, hast du ja gehört. Oder wer schickt es ja zu den Kindern? Er kann auch zu mir kommen. Ja, Lucian, du bist schon im Alter, wo niemand hinfällt. Und Jugend nix. Ist ja noch dazu. Aber die. Natürlich. Wir sind wenigstens endlich mal der Raki, der Nikolaus. Oder was? Natürlich kommt der Nikolaus auch zur Familie Kohl. Ja, natürlich kommt er zur Familie Kohl, super. Sicher. Das dauert vielleicht ein paar Tage, aber dann ist es doch. Im Bingo! Ja. Wo ist Kohl? Wo ist Kohl? Ganz oben im Eck. Ja. So, ich gehe nicht, bevor ich den Otmar nicht auch näher sehe. Herr Wolfskohl? Ja, schießt uns nicht. Nein, du bist doch verschwommen. Also, ich weiß nicht, was ich hier. Aber sieht man nicht. Wir hätten Plätzchen für alle, wir hätten auch Glühwein da. Aber müssen der Franz und ich allein nicht essen. Gell? Und trinken. Siehst uns besser jetzt. Ja. Jetzt noch mal besser. Komm noch näher her. So, jetzt. Also, wir wünschen euch auch alles Gute, frohe Weihnachten, bleibt gesund und irgendwann sieht man sich. Bis dann. Ja, klar, danke. Zwischendurch danke. Und immer. Ja. Schön, danke schön. Also, ich gut. Sie gesund. Doppelt war wirklich immer, schön. War schön gewesen. War sehr gut, ja. Ja. Es hat ganz gut geklappt mit der Technik, nur dass manche jetzt nicht im Bild waren, aber sonst der Ton und alles und es alles. Hat sehr gut geklappt. Ja. Gut. Also, ich sage euch auch nur schönen Abend. Danke. Danke allen fürs Mitmachen. Gell? Also, und ja. Feiert schön und kommt gut ins neue Jahr. Wir schreiben uns ja noch alle. Gell? Ja, wir schreiben uns dann. Also, macht gut. Danke. Bleibt gesund. Ja, gut. Tschüss. 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 Also, ich trinke auch auf eure Gesundheit. Ich sehe nur der Helmut und ich habe was zu trinken. Ihr anderen habt nicht einmal nicht Wasser. Wir haben schöne Glühwein. Weihnachten, einen guten Rutsch wünsche ich euch alle. Glühwein. Tschüss. Danke. Tschüss. Ich schließe mit dem Erwin sein Zeug nochmal an und bleibt gesund. Wir hören voneinander, gell?
Ja, tschüss. Also von uns auch nochmal frohe Weihnachten und alles Gute. Dankeschön. Danke. Wünsche mir auch alles Gute. Und im neuen Jahr wird alles besser. Ja. Das hoffen wir. Letztes Jahr habe ich gesagt, immer Jahr die Präsenzweihnachtsfeier. Jetzt habe ich es wieder gesagt, aber diesmal habe ich es auch, ich habe es voriges Jahr auch ernst gemeint. Jetzt bin ich es nochmal ernst. Ich habe auch nicht gedacht, dass es nicht möglich ist. Nein. Irgendwann wird es wieder. Ja. Ganz sicher. Frohe Weihnachten euch allen. Danke. Danke ebenso. Danke. Ja. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Bleibt gesund. Bis dann. Danke fürs Organisieren. Es war wirklich sehr, sehr schön. Ja. Auch die Beiträge, das habt ihr wirklich so schön vorbereitet, alles. Gell? Und die Kinder, da haben wir so applaudiert. Ja, diesen Kinder, hallo. Hallo, die Kinder, ja. So, danke für euren Einsatz. Also nochmals alles Gute und frohe Weihnachten. Tschüss. I22 Und bleibt gesund und danke. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.